Volanaro. Volanaro, zu euren Diensten. Benötigt ihr einen Zauber? Wollt ihr einen Gegenstand aufladen? Soll jemandem ein geistreicher Streich gespielt werden? Ich kann das alles für euch erledigen. Ja. Geht nur. Mag er nicht. Fast. Ich kann nicht widersprechen. Was versucht nicht, mich zu manipulieren? Was für ein... Welche Abenteuer, wie ich euch... Gut, dagegen ist mein Leben Was ist... Erzählt nicht solchen Unfug. Das soll komisch sein? Ja. Brummer. Hier ist es ein bisschen zu wild für mich. Wenn die Nord ein paar Haare mehr hätten, wären sie Bären. Tja, Magiergilde. Wenn ihr der Gilde beitreten wollt, sprecht mit Jan Frasurik. Wenn es euch sonst nichts bringt, dann bekommt ihr zumindest Zugriff auf bessere Dienste als die meisten. Gerichte. Seit der Ächtung der Totenbeschwörung hat die Magiergilde eine ganze Reihe Feinde mehr. Glaube ich dir. Handel. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? So, Bezauberung. Magie reicht nicht aus. Mystikfertigkeit ist noch nicht gut. Was haben wir hier eigentlich? Bezauberte Gegend? Bezauberung? Dremora fürs Beschwören. Boah, das kostet 532. Nein, das ist zu viel. Telekinese? Oh, Telekinese wäre nett. Aber nein. Schaden, Ausdauer, Eisschaden, Berührung, Schockschaden an Ziel, gebundenes Langschwert, heroische Berührung, Hitze, Schild, Feuerschaden, absorbieren, öffnen Durchschnitt, mittleres Schloss. Ja, aber das geht jetzt auch noch nicht. Skelett beschwören. Für 40 Sekunden. Aber ich will hier jetzt eigentlich nichts kaufen, ehrlich gesagt. Ich spare mir das Geld. Haltet eure Magieausrüstung immer aufgeladen. Stopp des Eissturms. Ja, den brauchen wir jetzt nicht. Auch ihr. Das ist die Schanfrasorik. Wer bist du? Selena Orania. Mein Name ist Selena Orania. Ich bin eine Gesellin der Magiergilde. Ja? Mag sie und die beiden mag sie nicht. Jetzt ist... Bleibt weg von mir. Ihr wollt. Nichts als leere Worte. Und ihr bleibt weg von... Das reicht mir. Brummer. Nun ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir hier nicht besonders willkommen sind. Die Nord mögen Leute aus dem kaiserlichen Süden nicht besonders. Magiker. Volanaro hat einen etwas verdrehten Humor, aber er hat auch ein paar nette Zaubersprüche auf Lager. Wenn ihr ein gebundenes Schwert beschwören möchtet, sprecht mit ihm. Gerüchte. Totenbeschwörung ist nicht nur innerhalb der Magiergilde verboten worden. Letztere weigert sich auch, mit Leuten zu tun zu haben, die sie offen praktizieren. Nirnwurz. Wie heißt das nochmal? Irgendwas Wurz. Tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern. Ungewöhnliche Pflanzen gehören leider nicht zu meinem Fachgebiet. Ich sollte euch wohl an Synderion verweisen. Er ist ein fantastischer Alchemist in Skingrad, der sich auf diese Dinge spezialisiert hat. Dankeschön. So, Handel. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Ja, nein, das reicht. Man weiß nie, wann man einen guten Trank benötigt. Rüstet euch besser jetzt aus, bevor es zu spät ist. Kommen wir zum Geschäft. Was haben wir hier? Feuerschaden der drauf beschwören, okay. Einfaches Schloss öffnen. Telekinese, absorbieren. Oh ja, das brauchen wir. Seelenfalle. Haben wir sonst hier noch irgendwas Schönes? Nein. Okay, also, wo ist das hin? Seelenfalle, hier. Das brauchen wir. Für 20 Sekunden am Berühren können wir endlich unsere Seelensteine voll machen. Aber den Rest... Ich glaube, ich möchte eher gar keine Zauber mehr kaufen. Außer Zauber, die wir unbedingt mal brauchen, wie diesen Seelenfalle, damit wir mal die Seelensteine voll machen können. Ich möchte lieber auf die Zauberbücher hoffen. Das heißt auch, die Zauber, die wir jetzt noch haben, wenn ich mal einen besseren Zauber bekomme als die Seelenbücher, dann lerne ich die vielleicht auch wieder. Keine Ahnung. So, jetzt wird erstmal gefeilscht.
50, 90, dann gehen wir auf 70. Wo ist es jetzt schon wieder hin? Da. Gekauft. Kommt wieder und kauft bei mir ein. Danke. Auf. So, Seelenfalle und berühren. Okay, berühren. Naja, gut. Besser als nichts. Erfordert auch Mystikfertigkeit 25. Was haben wir denn gerade? Wir haben... statt Schutz vielleicht? Wobei, Schutz brauchen wir immer. Seelenfalle nicht immer. Dann lassen wir das so. Wie hoch ist denn unser Mystikwert? 5. Und so wie es aussieht, noch nie benutzt. Wow. Haben wir gar keine Mystikzauber? Mystik, Mystik. Zerstörung. Stärkerer Magieentzug. Magiker entziehen. Wo haben wir denn das her? Keine Ahnung. Die Herstellung. Wir haben nichts für Mystik. Auch ihr. Hast du einen Zauber für Mystik? Mein Name ist Selena Orania. Ich bin eine Gesellin der Magiergilde. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Fairmodel brauchen wir auch 25. Da gibt's nichts für Mystik. Leb wohl. Hast du was für Mystik? Ist mir ein Vergnügen. Fahrt fort. Ich will schon Mystik. Kommen wir zum Geschäft. Nein, hatte auch nichts. Mist. Schönen Tag. Okay, Gian Frasur. Hallo ihr. Seid ihr hier, um der Magiergilde beizutreten? Ja. In Ordnung. Mag sie nicht, mag sie nicht. Mag sie. Lieber mag sie. Ihr mag. Ja, ja, redet nur weiter. Der war. Bitte, da werde ich ja rot. Ja, ihr lügt, wenn ihr den Mund aufmacht. Das ist ziemlich gut. Sich. Bla bla bla, das ist so. Da, oh nein, das ist zu viel der Ehre. Ihr. Das ist ein schönes Kompliment. Ja. Wie du meinst. Bla bla bla, das ist so. Ja, ich verstehe. Sie. Ihr lügt, wenn ihr den Mund aufmacht. Das reicht mir. Gerüchte. Erzmagier Traven ist der Erste, der solch eine harte Linie gegen die Totenbeschwörung führt. Es ärgert eine ganze Menge Leute. Der Magiergilde beitreten. Die Gilde nimmt immer neue Mitglieder auf. Ihr scheint fähig genug zu sein. Möchtet ihr wirklich beitreten? Ja. Sehr gut. Ihr seid nun ein Schüler der Magiergilde. Was für eine wundervolle Gelegenheit für euch. Denkt jetzt bitte daran, dass ihr Empfehlungen von jeder örtlichen Gildenhalle in Cyrodiil braucht, bevor ihr an die geheime Universität gehen könnt. Ich möchte behaupten, dass meine Meinung wichtiger ist als so manche andere, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ihr braucht trotzdem alle, um weiterzukommen. Viel Glück! Schlüssel für Magiergilde hinzugefügt. Quest angefügt, tretet der Magiergilde bei. Urkunde der Magiergilde hinzugefügt. Erzählt weiter. Und sie mag uns zu 100. Cool. Bruma. Ihr wisst ja, wie es ist. Viele Freundschaften schließen und beschäftigt tun. So ist es überall. Magiergilde. Gildenmitglieder, die Zutritt zur Universität haben, können ihre eigenen Zaubersprüche erstellen. Ganz davon abgesehen, dass sie mit den wichtigsten Leuten in der Gilde reden können. Geheime Universität? Naja, alle wichtigen Leute der Gilde sind dort. Erzmagier Traven lebt hier im Turm. Es ist ein fabelhafter Ort. Ihr solltet ihn euch eines Tages wirklich einmal ansehen. Ich selbst war dort schon viele Male. Okay. Die Kaiserstadt wäre ohne einfach nicht dieselbe. Vielleicht erhaltet ihr eines Tages die Gelegenheit, alles zu sehen, wenn ihr die richtigen Leute kennt. Vielleicht. Empfehlung. Eine Empfehlung? Von mir? Natürlich. Raminus hört natürlich gern meine Meinung, nicht wahr? Aus dieser Situation können wir beide unseren Nutzen ziehen, Schüler.
Ihr tut mir einen kleinen Gefallen, dann sende ich gern eine äußerst warme Empfehlung. Wenn ihr Jaska finden könnt, schreibe ich die Empfehlung sofort. Jaska, okay. Er ist verschwunden. Ich meine, wirklich verschwunden. Niemand hier hat ihn in den letzten Tagen gesehen. Volanaro meint, dass da ein Missgeschick bei einem geschehen ist. Wenn jemand vom Rat herkäme und erführe, dass er verschwunden ist, sehe das schlecht für mich aus. Das kann ich nicht zulassen. Sprecht mit den Magiern hier und seht, was ihr herausfinden könnt. Wenn ihr Jaska wieder erscheinen lassen könnt, bekommt ihr die Empfehlung. Okay, Empfehlung. Wenn ich Jaska wiedersehen kann, schreibe ich euch sehr gern eine Empfehlung. Gut. Kommt bitte zu mir, sobald ihr Jaska gefunden habt. Okay. So, jetzt erstmal Quests. Wir haben ja ein paar Quests hier. Auf der Suche nach euren Wurzeln. Der Alchemist, mit dem ich gesprochen habe, hat mich an Synderion in Skingrad verwiesen. Anscheinend hat er sich mehr auf den pflanzlichen Aspekt der Alchemie spezialisiert. Ich sollte die Nirnwurz zu ihm bringen. Dann tretet der Magiergilde bei. Ich bin der Magiergilde beigetreten. Für den Zugang zur geheimen Universität muss ich Empfehlungsschreiben von sämtlichen Vorstehern der örtlichen Gildenhallen einholen. Bruma-Empfehlung. Jean Frasorik hat mich mit dem Auffinden von Jaska beauftragt. Ich sollte mit den Gildenmitgliedern in Bruma sprechen. Speichern wir erst einmal. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Ebenso. Erzählt weiter. Zu 100. Magiergilde. Es ist eine Schande, dass Selena an unserem Spaß nicht teilhat. Aber sie nimmt ihre Rolle als Alchemistin sehr ernst. Wenn ihr Zubehör braucht, ist sie für euch die Richtige. Okay, Jaska. Ihr sucht Jaska? Na gut, ich glaube, da kann ich euch helfen, aber ihr müsst mir erst versprechen, dass ihr etwas für mich tun werdet. Und was auch immer ihr tut, ihr dürft es Jean nicht erzählen. In Ordnung? In Ordnung, um was geht es? Das ist die richtige Einstellung. Ihr helft mir, einen kleinen Streich zu spielen und ich helfe euch, Jaska zu finden. Jean Frasorik. Bei allem gebührenden Respekt für unsere wunderbare Anführerin. Sie könnte sich nicht mal aus einer Papiertüte herauszaubern. Es ist eine Beleidigung, dass wir hier für sie arbeiten müssen, wo sie doch nichts weiß. Sie hat es geschafft, sich bei den richtigen Leuten genügend einzuschmeicheln, um ihre Position zu halten, und wir können wenig dagegen tun. Aber wir haben unsere Art, mit der Situation umzugehen. Ah ja, Streich. Hey, wirklich, es wird euch gefallen. Ich bringe euch einen Aufsperrzauber bei. Ihr müsst Jans Schreibtisch öffnen und mir ihr Zaubereihandbuch bringen. Verstanden? Ihr Zimmer ist im Obergeschoss. Sorgt dafür, dass euch niemand sieht. Wenn ihr das für mich tut, werde ich dafür sorgen, dass ihr Jaska finden könnt. Bruma-Empfehlung aktualisiert. Geringere Schlossrunde zur Zauberspruchliste des Spielers hinzugefügt. Oh, cool! Streich. Öffnet Jans Schreibtisch einfach mit dem Zauber, den ich euch beigebracht habe. Findet ihr Zaubereihandbuch und bringt es mir. Ihr Zimmer sollte einfach zu finden sein. Es ist das einzige oben, das eine Tür hat. Noch so ein Privileg, das sie nicht verdient. Jaska. Wenn ihr mir Jans Zaubereihandbuch bringt, dann können wir darüber reden, euch bei der Suche von Jaska zu unterstützen. Lasst es mich wissen. Gut. Ich muss jeden Behälter in Jean Frasoriks Raum in der Magiergilde einsperren. Einsperren? Was ist denn das jetzt? Wenn ihr diese kleine Aufgabe erledigt habt. Einen wunderschönen guten Tag. Jean Frasorik. Ich denke, ich mag sie recht gern. Es ist nur eine Schande, dass sie nicht mehr von ihrer Kunst versteht. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie verdient, von den anderen so gepiesackt zu werden. Die mag ich. Okay, Jaska. Hör zu. Ich mag euch ja, aber ich will da wirklich nicht hineingeraten. Wenn Volanaro und Jaska ihren Spaß haben wollen, gut. Ich nehme daran nicht teil und ich sage kein Wort mehr darüber. Sprecht sie darauf an. Gut. Lebt wohl. Jaska! Speichern wir mal. Geht weg! Ihr werdet alles ruinieren!
Unsichtbar ist er. So, Geschichte des Schlösses. Urkunde im Zaubereihandbuch. Ich muss wohl an Naro mitteilen, dass ich alles in Schriftfrau eingesperrt habe. Okay, sehen wir uns mal den Zauber an, den er uns überhaupt beigebracht hat. Geringere Schlossstunde. Öffnen leicht Schloss an Ziel. Sehr leicht und leicht haben wir jetzt. Cool. Das heißt, dafür bräuchten wir theoretisch keine Dietriche mehr. Können wir offen lassen. Habt ihr den kleinen Streich schon gespielt? Streich. Wie ich sehe, habt ihr Jeans Buch. Nun gut, ich nehme es nun an mich. Trefft mich zur 10. Abendstunde in den Wohngemächern. Okay. Ich muss wohl an Oro nach 22 Uhr im Vorratskeller der Magiergilde von Bromar treffen. Also die beiden hier, die sind falsch. Alles einsperren. Nein, das stimmt nicht. Das ist die Questbeschreibung falsch. So, die Wohngemächer. Wir setzen uns mal hier hin. Und warten hier. So, was? 22 Uhr. Das heißt, wir warten jetzt 11 Stunden. Da ist Jessica. Und da ist Volonaro. Seid ihr bereit, Jessica zu suchen? Ich habe ihn schon gefunden. Streich. Das war eine gute Idee, nicht wahr? Ich frage mich, wie lange sie danach suchen wird. Oh Mann, Jennifer Sorik. Darauf kommt sie in Wochen nicht. Ah, in Zeiten wie diesen genieße ich wirklich, was ich tue. Ja, Jessica. Seht her. Ihr werdet schon sehen. Einen wunderschönen guten Tag. Ah, vorbei, okay. Wiedersehen. Jessica. Hallo! Ich habe gehört, dass ihr nach mir sucht. Seid mir bitte nicht böse. Wir haben uns nur einen Spaß gemacht. Wir waren es einfach leid, wie Jeanne ihre Position uns gegenüber herausgekehrt hat, wo sie doch fast nichts über Magie weiß. Hin und wieder spielen wir ihr gern einen Streich. Wir dachten uns, es sei an der Zeit, einen neuen Streich auszuprobieren. Dieser wurde ohnehin allmählich langweilig. Ihr könnt ja also sagen, dass ihr mich gefunden habt. Okay. Für euch selbstverständlich. Mag er nicht? Mag er nicht? Okay, die beiden mag er nicht, die beiden mag er schon. Das ist... Versucht nicht, mich zu manipulieren. What? Gewandert hat meine Güte, was für ein... Das ist... Ich kann nicht widersprechen. Was? Erzähl... Ich... Ihr habt meine Bewunderung. Gut. Das... Versucht nicht, mich zu... Das reicht mir. Jennifer Sorik. Ich werde es nie müde, neue Wege zu finden, sie zu verwirren. Außerdem können wir unsere Fähigkeiten so üben. Aber in erster Linie ist es einfach nur witzig. Ja, Witzbold. Magiergilde. Es gibt hier in der Gilde von Bromar nicht viel zu tun. Wenn ihr jedoch in die geheime Universität kommen könntet, dann lassen sie euch dort eure eigenen Zaubersprüche machen. Gerüchte. Seit der Ächtung der Totenbeschwörung hat die Magiergilde eine ganze Reihe Feinde mehr. Streich. Naja, es war witzig. Ich sollte mir allmählich etwas Neues ausdenken. Okay. Schönen Tag. Ebenfalls.